Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Corinna Ullmann. Unser heutiges Thema ist die sozial-ökologische Umkehr und welchen Beitrag Bildung dazu leisten kann. In der Gesellschaft nehmen wir oft den Begriff der Transformation wahr. Allerdings ist er oft so ein bisschen unberührt. Man weiß nicht so recht, was sich alles dahinter verbirgt. Und ich bin heute im OKHAMA-Zentrum zu Gast und besuche Fabian Moos. Er ist studierter Gymnasiallehrer und seit 2012 Jesuit. Das OKHAMA-Zentrum hat eine Vision der sozial-ökologischen Transformation und da wollen wir heute genauer ein bisschen einen Einblick gewinnen und welchen Anteil die spirituelle Dimension sozusagen zur Nachhaltigkeit leisten kann. In deinem Buch Der Zukunft eine Zukunft geben, da hast du erwähnt, dass du nach dem Lesen der Laudato Si einen kontemplativen Schock hattest. Könntest du uns mehr darüber erzählen, was sich da auch durch das Lesen in deinem Leben verändert hat? Ja, also den Begriff, den habe ich nicht erfunden, das habe ich mal von jemand anderem gehört und das hat mich total angesprochen. Also bei mir war das so, ich habe 2015, im Mai kam die Enzyklika raus und dann habe ich im Sommer danach über mehrere Wochen jeden Tag immer ein Stück gelesen und damit gebetet, damit meditiert. Und da ist mir sozusagen, sind mir die Augen geöffnet worden in Bezug auf verschiedene Sachen. Und das war einerseits ein Schock, weil mir bewusst wurde, wie stark die Problematik der Armut weltweit, die soziale Problematik, die Ungerechtigkeit, wie krass das zusammenhängt mit auch der ökologischen Krise. Und eben, dass der Papst diese These vertritt, dass das im Kern eine spirituelle Frage ist, die dahinter steckt, in unserem Selbstverständnis als Menschen und dass wir eben auch als Christinnen und Christen was beizutragen haben für einen positiven Wandel und da führt er dann auch ganz viel aus. Und deswegen finde ich diesen Begriff ganz cool, weil das drückt aus, dass irgendwie es war ein Schock, es war irgendwie ein sehr starkes Erlebnis, was vieles verändert hat. Und gleichzeitig hat mich das total in die Tiefe geführt. Und ja, seitdem bin ich auf dem Weg, immer mehr zu entdecken, wohin mich das jetzt führt. Also könnte man sagen, dass durch das Lesen du als Christ gemerkt hast, dass du eigentlich schon viel Wissen über den Zustand der Erde, den Zustand der Gesellschaft hattest, aber dieses Wissen nochmal stärker vor Augen geführt wurde und du dadurch sozusagen so einen Ansatz hattest, jetzt will ich ins Handeln kommen. Ich will nicht nur davon lesen, reden, ich will nicht mehr zuschauen, sondern jetzt ist der Punkt, jetzt habe ich's, jetzt muss was passieren. Ja, so kann man sagen. Also plötzlich hat es mich persönlich betroffen. Genau. Also, dass es alles richtig ist, dachte ich vorher schon. Und ich glaube, das geht uns ja vielen von uns so. Man kommt ja in der Schule gar nicht drum rum, über Klima und über all die Sachen zu reden. Aber das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, meine eigene Lebensgeschichte ist davon berührt. Und ich will auch eben zu denen gehören, die sich für den positiven Wandel einsetzen. Und nicht einfach nur warten, dass der Wandel irgendwie passiert, sondern dass ich Teil davon bin, ja. Welche Rolle spielt denn dabei für dich der Glaube, dass du sagst, ich möchte Teil davon sein? Also ich war ja zu dem Zeitpunkt schon Jesuit, und es war ja eine bewusste Entscheidung, meinen Glauben zu leben, auch irgendwie radikal zu leben als Ordensmann. Und für mich ist das wie so eine Berufung in der Berufung. Also mein Christsein will ich konkretisieren, eben ja, indem ich mich für diesen positiven Wandel, für diese Transformation einsetze. Und das ist eigentlich für mich ja so dieser Ruf von Gott her, ja, Teil einer positiven Dynamik in dieser Welt zu sein. Und wenn es immer wieder heißt, die Liebe, Gott ist Liebe und die Liebe ist das Zentrum des christlichen Glaubens, ja, dann glaube ich, muss ich das konkretisieren. Auch in einem Engagement für das Gute in der Welt, ja. So, beim Zuhören ist mir gerade gekommen, also du erwähnst immer wieder die Spiritualität und aber auch die Bildung, die Rolle der Bildung. Und du hast ja dann diesen Begriff der sozial-ökologischen Umkehr auch immer wieder benannt. Nach dieser Theorie der großen Transformation hatten wir schon die letzte große Transformation, eben war diese Phase der Industrialisierung, wo auch unheimlich viel in der Gesamtgesellschaft sich geändert hat. Die ganze Weise, wie Demokratie, überhaupt, dass Demokratie sich entwickeln konnte und dass ja, unsere Lebensweise, die Kultur, das hat ja unheimlich viel beeinflusst. Aber die Grundlage dieser großen Transformation war eben,
eine veränderte Weise, wie der Mensch und die Erde miteinander in Beziehung stehen, durch diese massive Verwendung fossiler Energie. Und jetzt, nach dieser Theorie, brauchen wir jetzt wieder eine große Transformation, die bewusst gewählt ist und diesmal in eine andere Richtung geht, wieder weg von dieser massiven Verwendung der fossilen Energie, hin zu etwas ganz anderem, das heißt zu einem grundsätzlich anderen Verhältnis zwischen der Menschheit und der Erde. Und auf parallele Weise, wie das eben vorher der Fall war, wird sich dadurch unheimlich viel sozial, kulturell, technologisch, religiös, also es betrifft dann alle Bereiche des Menschseins, dadurch auch verändern. Und wenn man das so konzipiert, dann ist auch klar, dass diese Transformation nicht nur eine technologische Frage ist, nicht nur eine naturwissenschaftliche Frage ist, sondern dass die das ganze Menschsein betrifft mit allen Facetten. Und da ist dann eben auch die Spiritualität und die Religion gefragt. Und ich würde das so sagen, dass sozialökologische Transformation ist so dieses Menschheitsprojekt, in das ich mich einschreiben möchte, als Christ auch. Und dann spreche ich im christlichen Kontext von der sozialökologischen Umkehr. Das ist dann quasi so eine Deklination für den christlichen Bereich. Es ist sozusagen ein bisschen spezifischer, hat dann einen christologischen Kern, also Umkehr, diese Idee Umkehr zum Leben, weg vom Tod hin zum Leben, weg von einer Lebensweise, die den Tod fördert, hin zu einer Lebensweise, die das Leben fördert. Und dies aber eben auch nicht nur individuell, sondern ganz wesentlich strukturell. Und deswegen finde ich diese Wortschöpfung sozialökologische Umkehr ganz gut, weil es eben auch diese gesellschaftliche Ebene betrifft. Und vom Christentum her kann man zum Beispiel sagen, dieses Konzept des Reiches Gottes ist ganz, ganz zentral. Das war eigentlich der zentrale Verkündigungsinhalt von Jesus und das, was er gebracht hat, dass er das Reich Gottes angefangen hat und der Kirche den Auftrag gegeben hat, dieses Reich Gottes auch zu fördern. Es kommt wesentlich von Gott. Wir können das nicht machen, wir können das nicht produzieren, aber wir können dafür offen sein, zu entdecken, wo das Reich Gottes am Entstehen ist und wir können beitragen und mitmachen. Und so, das hilft, glaube ich, auch in bestimmte Haltungen reinzukommen. Also eben einerseits zu sagen, wir haben einen Auftrag in der Welt und es ist auf Zukunft hin gedacht, dieser Auftrag, das Reich Gottes, das immer mehr wächst. Es geht nicht nur darum, die Schöpfung zu bewahren. Es wäre so ein konservativer Diskurs. Das ist ein Teil davon und das ist auch wichtig. Aber wir müssen nicht nur bewahren, wir müssen auch kreativ sein, was Neues erfinden, eine neue Art von Zivilisation letztlich erfinden. Und da brauchen wir diese positiven Energien auch, diese kreativen Energien. Und ich denke, als Christinnen und Christen können wir da von dieser Idee vom Reich Gottes her relativ viel eben rausholen. Und diese Umkehr ist insofern auch eine Umkehr zum Reich Gottes und eine Umkehr zur Hoffnung. Ja, ich habe jetzt schon ganz viele theologische Grundlagen in deinen Erzählungen rausgehört, dass sozusagen so ein wesentlicher Knackpunkt auch, dass diese Reich Gottes Lehre ist. Reich Gottes doch schon noch nicht im Hier und Jetzt. Und höre auch raus, dass du, was du sagst, ist es so bei dem Einzelnen auch gelegen, diesen Umkehrprozess zu beginnen. Jetzt frage ich mich natürlich als Christin, ja. Alles schon mal gehört, aber was muss ich jetzt konkret tun, um sozusagen Praktiken und Rituale der Spiritualität in diesen sozialökologischen Umkehrbegriff, was braucht es dazu? Also ich würde jetzt in zwei Teilen antworten. Zunächst, ich glaube, dass ich als Christ sozusagen mich in drei Bereichen engagieren kann. So versuche ich das in der Regel zusammenzufassen. Das eine ist eben der Lebensstil, wie ich konkret die Beziehungen lebe, die Beziehung zum Nächsten, die Beziehung zur Schöpfung, die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu mir selbst, also diese vier Beziehungsebenen, die auch Papst Franziskus in Laudato Si eben bespricht. Und ja, einen anderen Beziehungsstil letztlich entwickle. Und das heißt dann auch konkret bei der Beziehung zur Schöpfung zum Beispiel, dass ich eben gucke, wie kann ich in meinem Alltag einen möglichst kleinen ökologischen Rucksack haben. Aber Beziehung zur Schöpfung ist ja mehr als jetzt auf Fleisch zu verzichten oder sowas, sondern es ist ja dann auch okay,
wie bin ich in Verbindung mit der Schöpfung? Will ich vielleicht selber im Garten was anbauen? Oder wie nehme ich die Schöpfung wahr? Wie bin ich mit ihr in Kontakt? Auch mit anderen Geschöpfen, mit nichtmenschlichen Geschöpfen. Das spielt da alles auch mit rein. Zweite Ebene ist die spirituelle Ebene. Das ist eben auch schon jetzt angeklungen. Also auch so, wie sehe ich mein eigenes Leben? Welchen Sinn gebe ich dem eigenen Leben? Bete ich für die Schöpfung? Bete ich für Gerechtigkeit in meinem persönlichen Gebet und in der Pfarrei, wo ich bin, oder in christlichen Gruppen? Spielt Transformation eine Rolle? Ja, mache ich da, spielt es in der Liturgie eine Rolle? Und dann der dritte Punkt ist das politische Engagement. Und das finde ich ganz wesentlich. Und ich muss sagen, oft, wenn ich in christlichen Gruppen unterwegs bin, merke ich, die anderen beiden sind ziemlich präsent, Spiritualität und Lebensstil, aber die politische Ebene ist oft dann relativ wenig präsent. Und das wäre vielleicht auch ein Punkt der Umkehr, glaube ich, wo wir Christinnen und Christen vielleicht auch lernen können, mehr und mehr zunächst mal informiert zu sein, was sind im Moment die Transformationsfragen, die dran sind. Wo kann man sich da informieren? Und wie kann ich mich da einbringen? Was kann mein Beitrag sein? Nicht nur die Wahl alle paar Jahre, sondern vielleicht an Petitionen teilnehmen, vielleicht bestimmte Initiativen unterstützen. Also Politik in einem weiten Sinn, auch lokal, dort wo ich bin. Gibt es irgendwelche Initiativen, die ein cooles Projekt auf die Beine stellen? Will ich da irgendwie mitmachen? Will ich Geld spenden? Kann ich davon reden? Das kann bis zu Fragen von zivilem Ungehorsam, was ja jetzt auch sehr in den Medien ist, auch gehen. Dann die zweite Frage ist, was Rituale angeht. Für mich ist eigentlich als Christ die Frage, was ist mein Beitrag für die sozialökologische Transformation? Wo kann ich beitragen? Und das ist eine ganz individuelle Entscheidung, wozu ich auch berufen bin. Was sind meine Fähigkeiten? Wo habe ich auch Freude dran? Und das mit der Zeit zu entdecken, als Berufungsfrage, als christliche Berufungsfrage mitzunehmen. Ich glaube, das ist so der Schlüssel. Wo kann ich einen Beitrag leisten? Ich kann nicht alles machen. Ich bin gut in manchen Dingen. In anderen Dingen ist es besser, wenn andere das machen. Ja? Und da gibt es ganz viele Instrumente aus der Tradition, die man verwenden kann. Ich kann mir zum Beispiel jeden Abend beim Tagesrückblick kurz Gedanken machen, Gott danken für alles Positive. Um Verzeihung bitten, da wo irgendwie was hakt und nicht so gut geklappt hat, wo ich um Verzeihung bitten will. Und ich kann bitten. Und wenn ich bei diesem Dankmoment, kann ich bewusst schauen, wo waren die Trostmomente am Tag? Habe ich einen Artikel gelesen, der mich berührt hat? Hatte ich eine Begegnung? Ist mir eine Idee gekommen? Und ich kann das auch aufschreiben, zum Beispiel in einem Tagebuch. Und dann mit der Zeit entdecken, wo sind diese Trostmomente? Und dann kann ich mehr und mehr entdecken, wo geht dieser Ruf Gottes auch hin? Wo sozusagen mein Platz in dieser Transformation sein kann. Und was ich noch wichtig finde, ist auch, das ist vielleicht jetzt kein Ritual, aber dass man mit anderen Christinnen und Christen im Gespräch ist, im Austausch ist. Ich glaube, 80% der Transformation hat mit Kommunikation, mit Austausch, mit Best Practices irgendwie teilen mit anderen damit zu tun. In deinem Buch hast du das, glaube ich, so als Scheideweg der Menschheit beschrieben, dass wir uns entscheiden müssen. Der Einzelne kann nur minimal erreichen, aber wenn wir es schaffen, dass wir als Gesellschaft ins Tun kommen, ins Handeln kommen, gemeinsam etwas bewegen, dann können wir für nachfolgende Generationen eine Zukunft bereithalten auf dieser Erde. Und darüber habe ich viel nachgedacht, weil mir das ist eigentlich so der Punkt, an den wir kommen müssen, dass nicht mehr jeder nur seinen Umkreis sieht, sondern einfach über die Grenzen hinaus auch blickt, über sowohl politische Grenzen als auch Ländergrenzen, also die ganze Welt in einem Zusammenhang steht, wenn wir von sozial-ökologischer Transformation sprechen. Und so ist es ja oft auch in unseren Schulgebäuden. Manchmal hat man das Gefühl, an der Tür endet die Welt der Schule. Aber eigentlich muss die ja noch viel größer werden. Der Einfluss, den wir auf Gesellschaft haben, in Bildung, in Schule, in Kindertagesstätten, in sämtlichen kirchlichen sozialen Einrichtungen. Hast du da eine Idee, wie wir es schaffen könnten, da diese sozial-ökologische Umkehr auch zu etablieren, wie wir da nach außen wirken könnten?
Ja, also Schulen können, glaube ich, ziemlich viel tun und tun auch faktisch schon unheimlich viel in die richtige Richtung, glaube ich. Also das ist ja ein Sammelbecken von jungen Menschen, die sich genau diese Fragen stellen, von jungen Lehrerinnen und Lehrern oder überhaupt vielen, die an diesen Fragen interessiert sind. Und das ist auch, glaube ich, sowas wie in einem Brennglas, wo die ganze Gesellschaft zusammenkommt, mehrere soziale Schichten von Personen, Männer, Frauen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ort, wo man Dinge ausprobieren kann. Und Aushandlungsprozesse, wie so zum Test mal auch laufen können. Was können wir denn als Schulgemeinschaft auch machen? Welche Schritte sind vielleicht jetzt noch nicht möglich, weil es zu viel Widerstand gibt? Und 2 Jahre später geht es vielleicht, weil man in der Zwischenzeit immer wieder darüber diskutiert hat. Also ich glaube, diese Schulräume sind unheimlich spannende Räume. Also nachhaltige Entwicklung ist ja schon etabliert und Bildung für nachhaltige Entwicklung spielt eine Rolle in den Inhalten. Ich glaube, was man vielleicht noch darüber hinaus an den Bildungsinhalten in den Schulen an alternative Orte auch geht, dass man einen Ausflug macht und guckt, wo sind denn inspirierende Orte, wo Menschen bereits jetzt was antizipieren, was vorausleben von so einer wünschenswerten Zukunft. Und das in die Bildungsprozesse einbinden und nicht nur als Schulausflug, nice to have, und dann gehen wir wieder zurück und dann haben wir wieder Mathe und die wichtigen Sachen, sondern dass man da auch guckt, okay, wir werten das jetzt nochmal aus, ganzheitlich. Was hatte ich denn da angesprochen? Was war denn schwierig? Also nochmal in eine Reflexionsphase zu gehen. Was kann man da lernen? Oder man könnte sich vorstellen, Service Learning irgendwo auch außerhalb zu machen. Also dass Schülerinnen und Schüler selber zu Lehrenden werden in bestimmten Kontexten, auch außerhalb der Schule und Klassenräume. Man kann Akteure und Akteurinnen der Transformation, vor allem auf lokaler Ebene, in die Schulen einladen, dass sie davon erzählen, was sie leben. Ich mag ja diesen Begriff der Zukunftskunst. Ich finde das unheimlich einen griffigen Begriff. Und statt dass man jetzt sagt, die Welt geht unter, du musst dich ändern, mach's schnell, sonst bist du ein ganz schlimmer Mensch. Kann ich ja auch sagen, wir sind in einer Krise, das ist unheimlich schwierig und kompliziert, aber Krisen sind immer auch Momente, wo neue Weichenstellungen für die Zukunft gestellt werden und sind oft Momente, wo wir auch ganz wesentlich positive Schritte dann weitergehen. Und wir sind alle berufen, Zukunftskünstler und Künstlerinnen zu werden. Und vor allem die jungen Schülerinnen und Schüler, die ja selber nochmal ganz unmittelbar betroffen sind, was für Kompetenzen brauchen die, um positive Zukünfte zu entwickeln, ja. Ein Punkt, den ich vielleicht noch erwähnen will, was ich immer unheimlich hilfreich finde, ist, wenn man irgendwie so einen Dreh hinkriegt, sich positive Zukünfte irgendwie auszumalen auch. Von jetzt bis 2040, was sind da die Schritte? Was passiert da bis dahin? Und wie sieht dann dieses Endresultat aus? Wie sieht eine Biografie aus, von mir jetzt, der ich jetzt 15 Jahre alt bin, bis 2040? Was für einen Beruf werde ich da erlernen? Irgendwie so, also so in so ein, ins Träumen reinkommen, aber nicht Luft, im luftleeren Raum, sondern zum Beispiel an einen Ort konkretisiert, an bestimmte Institutionen und bestimmte Dinge, die bekannt sind, anknüpfen und gleichzeitig geöffnet auf Zukunft hin. Und ich glaube, da kann auch was an Motivation nochmal entstehen. Und man kommt eben, glaube ich, eher in diese positiven Energien rein, statt nur in das Katastrophale. Und wenn ich die positiven Energien habe, von Dankbarkeit her, von Hoffnung her, leben kann, dann kann ich auch ehrlich, und zwar wirklich ehrlich, auf die Problemebene draufgehen und sehen, es ist katastrophal. Und kann dann auch dieses Katastrophale irgendwie integrieren. Und man ist, wenn man in Bildungsprozessen ist und die gestaltet, es hat immer auch eine spirituelle Schiene, hat immer auch eine Schiene von Lebenssinn, von Beziehungsgestaltung, von Umgang mit Schuld, mit Sehnsuchten, mit Hoffnung. Und das kann ganz oft implizit bleiben. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt ein Geografielehrer ständig über die spirituelle Ebene reden muss. Aber es ist, glaube ich, gut, wenn er sich selber die Frage stellt, was tut sich eigentlich bei mir in diesen Bildungsprozessen?
Und bin ich sensibel dafür, dass bei Schülerinnen und Schülern, wenn ich über Klima rede, auch spirituelle Sachen berührt werden? Und kann ich da nochmal Räume öffnen, wo diese inneren Prozesse ablaufen können, und sie da auch an der Stelle stärken und stützen? Beim Zuhören ist mir so ein bisschen aufgefallen, das heißt, spirituelle Dimensionen sind für dich eng damit gekoppelt, dass sie einerseits uns begleiten auf unserem Weg, um ja die Welt mit zu verändern. Du hast sie Zukunftskünstler, glaube ich, genannt. Und andererseits auch, wir aber in einem stark emotionalen Bereich uns da bewegen und Emotionen uns auch immer wieder begleiten bei diesen Prozessen. Und könnte man sagen, die spirituelle Dimension kann manchmal auch so ein Nährboden, so ein Kraftort sein, wo ich wieder auftanken kann für mein Tun, für mein Aktivsein in der Welt. Ja, ich würde vielleicht so eine Art Dreischritt aufmachen. Kraftort oder Kraftmoment, das spricht mich sehr an, und zu sagen, da kann ich mich irgendwie auftanken oder so. Ich würde sagen, die spirituelle Ebene ist berührt am Anfang eines Prozesses, wo ich sage, ich gucke erstmal von Dankbarkeit her. Ich gucke erstmal von positiven Beziehungen her, von Angenommensein, auch von Bindung her, also von pädagogischer Bindung zum Beispiel. Also ich darf erstmal sein, wie ich bin. Und da kann ja, ja, da kann auch der Glaube eine große Rolle spielen und sehr unterstützend sein. Dann gibt es aber diese zweite Ebene, dieses Draufschauen auf die Katastrophe, Draufschauen auf das Schwierige, auf die Notwendigkeit von Umkehr. Auch darauf, okay, ich muss auch zugeben, ich lebe selber noch nicht ganz das, was ich eigentlich kohärent fände. Mit dieser Spannung umgehen und dann einerseits nicht, oh mein Gott, ich bin schlecht, als ganzer Mensch bin ich eine Katastrophe oder irgendwas, sondern ja, ich glaube, der Glaube hilft uns auch oder überhaupt diese spirituelle Dimension zu sagen, ich kann diese innere Spannung auch annehmen, ich kann sie erstmal aushalten und dann gucken, was sind nächste Schritte, wie kann ich hin zu mehr Kohärenz, also eben Umkehrschritte auch gehen. Also das wäre so dieser zweite Moment, mit diesen Spannungen umzugehen. Aber der dritte Moment wäre dann wieder so ein positiver Moment, auf Zukunft hinzudenken, auf Hoffnung oder von Hoffnung her. Und ich glaube, der christliche Glaube ist ganz wesentlich geprägt von dieser Auferstehungserfahrung und Auferstehungshoffnung. Ja? Letztlich auch zu glauben, dass in den Kreuzeserfahrungen im Leben etwas von Auferstehung auch passiert und auch passieren kann. Also paradoxerweise, wenn ich es mich traue, nicht vor dem Kreuz wegzulaufen, sondern da zu bleiben, vielleicht sogar mich dorthin zu begeben, zu den Menschen, die gekreuzigt werden, ja, die jungen Generationen, die heute wahnsinnig ja, deren Hoffnung ist quasi gekreuzigt, deren Zukunft ist gekreuzigt. Da nicht davor wegzugehen, sondern da zu bleiben, ja. Und paradoxerweise eben, auch da kann plötzlich sich ein Blickwechsel ereignen. Und ich bin selber davon überrascht, von einem Gnadenmoment, von einem Auferstehungsmoment. Und Hoffnung kann aufbrechen. Und diese Erfahrung hätte ich nie gemacht, wenn ich von vornherein überhaupt nicht an diesen Kreuzesort auch gegangen wäre. Aus diesem Auferstehungsglauben heraus leben und aus diesen positiven Energien, dass der Geist Gottes in der Welt sowieso schon am Wirken ist, positive Aufbrüche wirkt faktisch, ob das jetzt bei christlichen Menschen ist oder nicht, ob das wo auch immer das ist, und dann überhaupt fähig werden, diese positiven Dinge zu sehen, sich daran zu freuen und eben auch zu gucken, okay, an welcher Initiative, bei welchem Aufbruch will ich jetzt mitmachen? Das Wort Aufbrechen hat jetzt gerade in mir so einen Gedankengang ausgelöst. Du bist ja damals aufgebrochen nach Frankreich, hast nochmal ganz andere gesellschaftspolitische Formen kennengelernt. Und wir in Schule, wir neigen ja gerade auch immer dazu, wir wollen jetzt endlich aufbrechen. Wir fühlen uns ja in unserem Bildungssystem so ein bisschen gefangen als Lehrkräfte. Und ich denke auch SchülerInnen und auch Eltern nehmen es manchmal so wahr in den politischen Diskussionen. Und wenn du
nachhaltige Lebensweise ja auch näher bringen willst, welche Ansätze würden denn dieses Aufbrechen unterstützen? Selber auf dem Weg sein. Ich glaube, das ist ja auch eine Binsenweisheit. Das, was ich anderen Menschen weitergebe, ist eigentlich das, was ich tatsächlich lebe und nicht das, was ich sage. Häufig kann man, glaube ich, sogar ein bisschen weniger reden und eher selber was vorleben. Und dann kann man darüber auch reden zum Beispiel und differenziert reden. Und zum Beispiel auch sagen, es geht ja um Prozesse und ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich bin auch am Anfang, aber das probiere ich und hier gucke ich. So, und dann ist man auch in einem ehrlichen Dialog und also selber was vorleben. Ja, und so ein bisschen alles das, was ich vorhin versucht habe aufzuzeigen, eher über so eine Schiene Zukunftskunst als jetzt über ja, Moralisierung. Für mich hat das sehr viel mit Moral zu tun und ich finde, Ethik ist unheimlich wichtig da drin. Aber Ethik eben verstanden als erfülltes Menschsein und wie kann man das begleiten, statt jetzt einfach nur mit einer Liste richtig falsch zu kommen und es den Leuten vorzuhalten. Es braucht aber auch Konfliktfähigkeit. Und wenn ich jetzt das alles sage mit diesem, man soll nicht nur mit der Moralkeule kommen, ich finde schon auch unheimlich wichtig, was da passiert mit Gruppen wie Letzte Generation oder andere, die radikal in die Konfrontation gehen und einfach die Themen auf den Tisch legen. Und wir sind als Christinnen und Christen auch oft nicht so stark drin, Konflikte in uns selber und noch weniger in der Gesellschaft mitzugestalten und überhaupt erstmal anzunehmen. Da fühlen wir uns oft total unwohl, aber missverstehen da, glaube ich, auch den Glauben. Jesus ist ziemlich stark in den Konflikt gegangen, wenn es um die Armen ging, ja. Und wenn es um Gerechtigkeit ging und um seine Anliegen des Reiches Gottes, der Liebe, des Friedens, der Gerechtigkeit. Deswegen ist diese politische Ebene auch wichtig. Genau, also im Endeffekt geht es darum, dass jeder und jede sich selber versucht, mit den Fragen zu befassen und weiterzukommen und auf dem Weg zu sein. Und dass wir dann Räume schaffen, wo ein ehrlicher Austausch zwischen verschiedenen Menschen, die da auf dem Weg sind, stattfinden. Und in manchen Kontexten ist das dann eine Lehrkraft mit Schülern und Schülerinnen. Und in einem anderen Kontext sind es Schüler unter sich selber. In einem anderen Kontext sind es dann die Schülerinnen mit ihren Eltern. Aber da diese Kommunikationsräume sind, glaube ich, unheimlich wichtig, dass da was passiert. Du hast ja hier im UK-Hammer-Zentrum nochmal speziell auch gesagt, das soll ein Ort werden, an dem sich was verändert, an dem sich was bewegt, in dem wir uns engagieren, wo ich eine Vision für habe. Kannst du uns darüber noch kurz was erzählen? Über diesen Ort hier? Ja. Also das UK-Hammer-Zentrum der Jesuiten für sozial-ökologische Transformation haben wir jetzt ganz frisch gegründet. Die Idee ist, dass das eine Transformationsplattform ist. Ich bin ausgebildeter Gymnasiallehrer, bin stark an diesen Bildungsprozessen interessiert, die da ablaufen. Was für Kompetenzen brauchen Bürgerinnen und Bürger heute, um irgendwie ihren Platz in der Transformation zu finden und eben aus diesen positiven Energien heraus mitzugestalten? Wie können auch politische Konflikte nochmal durch Bildung, politische Bildung begleitet werden? Und wie können da verschiedene Akteurinnen und Akteure auf lokaler Ebene vor allem auch irgendwie in Kontakt sein, zusammengebracht werden. Also so diese Plattform-Idee, also Bildungsprozesse, politische Prozesse begleiten, Leute zusammenbringen, die da aktiv sind. Und der dritte Schwerpunkt wäre diese spirituelle Arbeit. Also sowohl Christinnen und Christen da begleiten, als auch übers Christentum hinaus einfach Arbeit mit Aktivistinnen und Aktivisten. Und man kann hier im Zentrum spirituelle Auszeiten verbringen. Aber wir sind total interessiert an Kooperationen mit eben anderen Gruppierungen, Initiativen, vor allem lokal. Und wenn es vielleicht auch Leute gibt, die Ideen haben, kommt gerne auf uns zu. Wir wollen Bildungspartner sein und eben Kooperationspartner. Und was ich dann noch natürlich erwähnen muss, ist der Jörg Alt, der hier bei uns mitwohnt und
deutschlandweit jetzt bekannt ist mit den Aktionen zivilen Ungehorsams, als Buchautor, als Experte zu Fragen der sozialökologischen Transformation, der auch viel in den Medien präsent ist und das Thema präsent hält. Von jesuitischer Seite ist das sozusagen jetzt ein Ort, wo ganz viele, die an diesen Themen interessiert sind, zusammenkommen. Und es ist ein Moment auch für uns des Aufbruchs, wo wir jetzt eben suchen und was können wir als Zentrum nochmal anbieten. Ja, vielen lieben Dank für die ganzen Impulse, die du uns heute mit auf den Weg gegeben hast, in deine Gedanken, in deine Visionen, aber auch in die christlich-theologischen Ansätze. Und ich würde abschließen mit den Worten: Du schreibst Geschichte. Vielleicht kennst du das Lied auch. Und wir alle schreiben Geschichte, Menschheitsgeschichte und gerade vielleicht auch ein bisschen mehr Menschheitsgeschichte, weil sich ganz viel einfach im Wandlungs- und Veränderungsprozess befindet. Und ja, vielen Dank, dass wir hier dabei sein dürfen bei den Veränderungsprozessen, bei denen, wo sich Kirche auch neu orientiert. Und ja, alles Gute für eure Arbeit. Vielen Dank für das Gespräch und auch euch am Institut alles Gute und suchen wir alle nach diesem Ort, wo wir was beitragen können, dann haben wir, glaube ich, wirklich viel Grund zur Hoffnung. Dankeschön.